Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mechanika. Gut, wir haben das Haus voll... Oh, guck mal hier oben. Wir können also versuchen, noch irgendwie von außen über den Balkon zu kommen. Wir brauchen definitiv diese fluoreszierende Farbe hier oben. Okay. Komme ich nach links? Ja, ich komme nach links. Aber ich gucke mal erstmal nach rechts zu diesen komischen Weibern hier. Die Kleider, die diese Mädchen tragen, sind umwerfend. Na, wir reden mal mit den Bäden. Hallo. Ah, hallo. Seid ihr Otakus? Aua. Nein! Hast du gedacht, wir haben uns als Anime-Figuren verkleidet? Du solltest etwas mehr Respekt zeigen oder dich zuerst schlau machen. Seid ihr Lolitas, richtig? Ja, aber nicht Nabokovs Lolitas. Wir sind japanische Lolitas, merkt ihr das? Wir bringen gern Schönheit, Feinheit und Feminität zum Ausdruck. Mode ist eine fundamentale Ausdrucksmethode. Deswegen kümmern wir uns um jedes letzte Detail, wenn es um unser Aussehen geht. Die Kleider, die ihr da tragt, sind ein Vermögen wert, oder? Ja, aber sie sind jeden Penny wert. Sie wurden mit unendlichen Details im Hinterkopf designt. Warum seid ihr gekleidet wie Süßigkeiten? Verzeihung, hast du mal in letzter Zeit in den Spiegel gesehen? Du siehst aus wie eine Mini-Mechanikerin. Geh zurück in deine Werkstatt und stör uns nicht mehr. Ah, ich glaube, dass diese Mädchen eine Säuberung überleben werden. Dass die Mädchen keine Säuberung überleben werden, okay? Gut. Was haben wir denn hier? Ich kenne niemanden in diesem Haus. Okay, eine Bäckerei. Ich brauche kein Brot oder Gebäck. Okay, das macht die Sache einfach. Wen haben wir denn hier? Ich weiß nicht, wer in diesem Haus lebt. Aber wir könnten nach dem Haus meiner Oma suchen. Sie parkt für gewöhnlich ihren Elektroroller vor dem Eingang. So, wen haben wir denn hier? Er wartet wohl auf den Bus. Ein Hipster mit seinem kabellosen Kopfhörern. Ein Poster für ein Konzert. Das Design ist ziemlich cool. Sieht aus, als hätte jemand seinen Papagei verloren. Okay. Na, weiter geht's. So, die Füße sehen aus wie Zigaretten. Wen haben wir hier? Oh, das Eisenwarengeschäft. So, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nein, 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 nein. Gut. Das ist Herr Irons. Die meisten meiner Werkzeuge habe ich von ihm. Hallo, Herr Irons. Hey, Nika, was brauchst du? Sie müssen für mich diesen Schweißbrenner reparieren. Ein Schweißbrenner? Okay, was stimmt damit nicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber er funktioniert nicht. Ich schätze, die Ventile müssen kaputt sein. Wenn ich Zeit hätte, würde ich versuchen, ihn selbst zu reparieren. Aber ich habe andere Dinge zu tun und ich dachte, sie könnten mir helfen. Was auch passiert, er muss Funken sprühen, wie zuvor. Natürlich, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Ich sehe mir das mal an und wenn ich fertig bin, schicke ich dir eine E-Mail, damit du ihn abholen kannst. Perfekt, dankeschön. Okay. Das war dann wohl alles in dem Werkzeugladen. Okay, der Schweißbrenner ist abgegeben, wird repariert. Dann ziehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Da wohnt meine Oma nicht. Und ich auch nicht. Okay, 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 okay. Wenn wir hier rübergehen, sind wir in der Nähe der Metzgerei, die Agathas Eltern gehört. Agatha arbeitet vermutlich. So. Huch. Ah, ein Doppelklick und wir können schneller rennen. Sehr cool. Okay, mit den Jungs hier kann ich nichts machen. So, hoho. Es scheint zwar so, als ginge das, aber es tut es nicht. Okay. Okay, mit den Jungs hier kann ich nichts machen. Ich kann sie zwar anklicken, aber irgendwie nicht näher kommen. Ich weiß nicht, wer da wohnt, also ja, okay. Okay, das Ding sieht nicht aus wie ein Rollator. Es ist ein Fahrrad und auch noch ein ziemlich cooles. Ich verstehe nicht, warum Leute es riskieren, das ihr Fahrrad auf der Straße zu lassen. Jeder Verbrecher könnte vorbeikommen und es auseinandernehmen.
Ein Hinweis, warte mal. Werkzeug. Haha! Ich nehme nur die Kette mit. Ahaha, cool! Lasse den Rest da. Sehr gut. Kette. Kette. Für dieses Teil des Projektes. Zack! Damit haben wir das nächste Teil bekommen. Okay, wen haben wir denn hier? Sieht aus wie Gundam. Wie ein Gundam-Cosplay. Wer auch immer Gundam ist. Entschuldige mich, bist du als Gundam verkleidet? Korrekt! Oder genauer gesagt, RX-78-2 Gundam. Cool. Was machst du genau? Das ist mein Paarungsritual. Achtet mal auf den wackelnden Hintern. Ich muss jemanden finden, der wie ich auf riesige Roboter steht. Ich bin 48 Jahre alt und immer noch Jungfrau. Okay. Ich stehe auch auf Mechas. Aber du könntest mein Papa sein. Also denke ich eher nicht. Okay, ja, keine gute Idee. Ich habe ein Projekt, das ich nicht aufschieben kann. Du hast guten Geschmack. Viel Glück. Danke. Ich glaube, heute werde ich meine Aphrodite kennenlernen. Na denn, viel Spaß. Comicbuchladen. Unwahrscheinlich, dass sie etwas anderes haben als Miniatur-Gummiroboter. Ich brauche robuste Teile, Metall, wenn möglich. Okay. Wir ziehen weiter. Eine Fotokabine. Ein Fotoautomat, nützlich, um furchtbare Fotos zu machen. Ich sehe immer furchtbar auf diesen Fotos aus, also versuche es nicht mal, mich da reinzubekommen. Okay, dann versuchen wir es nicht. Knife, das scheint dann wohl die Metzgerei zu sein. Okay. Fritza, komm! Wen haben wir denn hier? Sie scheint eine nette Omi zu sein. Ich mag die Haarfarbe. Oh, orange. Hey! Hey, Hübsche! Sie sehen jung und hip aus. Oh, danke! Ich nehme pflanzliche Pharmaka, um mich jung zu halten. Ich werde den Buckel auf meinem Rücken nicht los, aber ansonsten geht es mir ziemlich gut. Warten Sie, bis Sie dran sind, um etwas zu kaufen? Ja, ich bin hinter dieser Dame. Du kannst vorgehen, wenn du es eilig hast. Ich habe es nicht eilig. Oh, einen schönen Tag. Danke, Hübsche. Ach, nette kleine Omi. So. Okay. Sie ist markiert, aber... Oh. Ein Sound- und Videosystem. Aha, haha, jetzt verstehe ich. Also... Okay, warte mal. Hallo, Frau Naiv. Ah, hallo, Nika. Wie geht es dir? Ist Agatha da? Ja, sie ist im Hinterzimmer und bereitet das Fleisch vor. Wie läuft das Geschäft? Super, danke. Wir haben immer Kunden, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir können uns nicht beschweren. Okay, ich lasse Sie weitermachen, Frau Naiv. Toll, danke. Grüß mir deine Mama. Da, die guckt Fernsehen. Na, mal gucken. Wir gucken mal, was Agatha macht. Okay. Okay. Also definitiv werde ich das zweite Spiel hochspielen. Hi, Agatha. Ich wollte dich fragen, was geht hier vor sich? Eine Art satanisches Ritual? Nein, ich halte ein karnivoristisches Ritual mit meinen Freunden, den Tieren, ab. Ein karnivoristisches Ritual? Klingt ein wenig seltsam. Es ist eine gängige Praxis unter denen, die sich dem Karnivorismus hingeben. Wir beten zum großen, blutenden Schwein, damit durch das Tor der großen Opferdarbietung unser Gott die Körper der Tiere in Form von Premiumfleisch für mich zurückbringen kann. Und ich gebe ihnen alles Glück, was mein Magen anzubieten hat. Solange das Tor nicht funktioniert, machen wir das Beste aus der Zeit, um uns vorzubereiten. Und zwar auf die finale Opferdarbietung für das große blutende Schwein.
Was? Nichts. Deine Religion kommt mir ein wenig seltsam vor. Glaubst du wirklich an Karnivorismus? Natürlich! Es gibt nichts Besseres als ein Lendensteak oder ein T-Bone. Aber ich habe auch nichts gegen Hähnchenbrust oder Kaninchenkeule. Und natürlich finden die Tiere in meinem Inneren den Schutz, den ich ihnen bieten kann. Dank der Macht, die mir vom großen blutenden Schwein gegeben wurde. Die Macht, die Tiere in meinem warmen Bauch glücklich zu machen. Wie hast du von solch einer seltsamen Religion erfahren? Naja, sage es keinem. Und sprich leise, ich will nicht, dass die Tiere dich hören. Die Wahrheit ist, ich habe den Karnivorismus erfunden. Ich habe Tiere schon immer gemocht und Fleisch auch. Daher dachte ich mir, ich starte eine Religion und überzeuge die Tiere, dass der sicherste Ort für sie in meinem Bauch ist. Am Anfang waren sie nicht sicher, aber jetzt vertrauen sie nicht mehr. Vertrauen sie mir. Mit dieser neuen Religion konnte ich einen Traum erfüllen, Tiere glücklich sehen und sie später essen, um ihr Glück in mir zu behalten. Fühlst du dich nicht schlecht, dass du die Tiere so hereinlegst? Ah, ich tue ihnen einen Gefallen. Die Welt ist zu grausam für sie. Vorher waren sie sehr traurig, bevor sie durch den Fleischwolf gejagt wurden. Aber durch die Kraft des Karnivorismus gehen sie jetzt freiwillig zu ihrer Endstation. In mir werden sie glücklich sein. Ich werde sie beschützen. Das blutende Schwein ist... Ist das Schwein da am Kreuz? Naja, er ist das eigentlich nicht. Es ist eines der Tiere aus der Metzgerei, das sich geopfert hat, um das blutende Schwein zu repräsentieren. Und ich finde, es ist ganz gut gelungen. Was halten denn deine Eltern davon, von all dem? Ja, meinen Eltern ist das egal. Sie lassen mich diesen Ort benutzen im Austausch für etwas Fleisch, das sie im Laden verkaufen. Alle sind glücklich. Was stimmt mit der Maschine nicht? Das Tor der großen Opferdarbietung. Keine Ahnung. Die Tiere haben sich glücklich mit dem blutenden Schwein hingegeben, bis die Maschine vor einer Weile aufgehört hat zu arbeiten. Das muss diese geplante Obsoleszenz sein, die du mir mal erklärt hast. Aber ich bin sicher, sie kann neu gestartet werden. Vielleicht indem man einen Code eingibt? Du bist doch gut in solchen Dingen. Warum versuchst du es nicht? Ah, ich lasse dich mit deinen Freunden allein, Agatha. Okay, bis später. Okay, ein Code eingeben? Boah, voll eklig. Das ist blutendes Schwein, der Gott des Karnivorismus. So, hier sind ihre... Sie lauschen Agathas Predigt. Okay. Wie kann ich denn das Ding neu starten? Sägeblätter? Sie wären nützlich, aber Agatha braucht sie vielleicht. Wir fragen sie besser zuerst. Okay. Gibst du mir die Säge, die da auf dem Tisch liegt? Natürlich. Meinst du könntest zuerst das Tor reparieren? Wenn du es reparieren kannst, gehört die Kreissäge dir. Alles klar. Ja, ich muss gehen. Bis bald. Okay, wie kriegen wir denn hier den Code raus? Auf dieser Tastatur sind Zahlen. Ich schätze, ich muss einen Code eingeben. 1. 1. Okay, sieht aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. 2? 2? Nein, das war nicht richtig. Okay. Die 1 war schon mal richtig. Müssen wir probieren? Versuchen wir es nochmal. 1. Korrekt, 1. Okay. Eine 11. Aber warte mal, ich glaube, wir müssen nicht probieren, sondern das irgendwo rausfinden. Also gucke ich mal, ob ich irgendwo eine Zahl finde, die mit einer 11 beginnt. So, haben wir hier irgendwo was? Nö. Okay, dann verlasse ich mal wieder das Gebäude. Was haben wir hier halt? Das ist Agathas Haus. Sie ist vermutlich im Hinterzimmer der Metzgerei. So, Mülleimer. Was haben wir denn hier? Schönet. Riesige Omaschlüpfer. Sie müssen Agathas Mama gehören. So, die Mülltonne kriege ich hoch. Leider nicht auf.
Okay. Was mache ich denn in einem Glascontainer? Viele Glasflaschen, fast alle zerbrochen. Ich nehme diese Scherben, sie sehen am schärfsten aus. Scherben. Ich versuch's mal. Perfekt! Exzellente Splitter, sehr schön. So, was braucht man noch? Projektile. Ein Zünder, gut. Dann gehe ich mal wieder raus. Okay. Dann flitze ich mal zurück und versuche mal noch über die andere Seite zu kommen. Schön auf die Ampel drücken. Da. Die warten immer noch auf den Bus. Die Bäckerei steht noch offen. Die beiden Manga-Tanten. So. Oh, eine Schwangere. Der Supermarkt. Sie plaudern über die Schwangerschaft. Okay. Halt. Halt. Nein, 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 nein. Nicht auf die Ampel drücken. So, wir gucken mal weiter. 71 Cent für Fisch. Alles reduziert. Wer wohnt denn hier? Auf dieser Straße kenne ich nur ein paar Läden. Mein Haus, das Haus meiner Oma und Agathas Haus neben dem Metzger. So, ein American Diner. Jetzt ist keine Zeit für einen Burger. Was? Für einen Burger ist immer Zeit. So, alle telefonieren. Nee, nur er telefoniert. Hallo, kenne ich euch? Ihr erinnert mich an niemanden. Natürlich erkennst du uns. Ich bin Mariona und das ist Javi von Mango Protokoll. Wir haben die Welt erschaffen, in der wir gerade leben. Aha. Also, ihr seid meine echten Eltern oder eine Art Gott? Beides. Beides, schätze ich. Aber mach dir darüber keinen Kopf, sonst wirst du verrückt. Habe einen schönen Tag und viel Glück bei deinem Projekt. Naja, ihr solltet wissen, dass es mein Ziel ist, die Welt zu zerstören, die ihr erschaffen habt. Es gibt viele Dinge daran, die mir nicht gefallen. Es ist voller egoistischer Leute, die an niemand anderen denken als an sich selbst. Wenn ich Mechanika fertig gebaut habe, werde ich einen großen Frühjahrsputz machen. Ach, keine Sorge, wir wissen von deinem Plan und wir unterstützen ihn. Die Wahrheit ist, wir würden sehr gern sehen, wie du ein bisschen aufräumst und vielleicht ein paar Sachen dabei niederbrennst. Eine gute Säuberung würde dieser Welt nicht schaden. Na, wir hoffen, dass du den vierten Anschlag auslöst. Oder den fünften. Es könnte der fünfte sein. Ich habe vergessen, beim wievielten wir sind. Ernsthaft? Natürlich. Denk daran, wir haben alles erschaffen, was du hier siehst. Und wir haben es so gemacht, damit du etwas Spaß damit haben kannst. Cool, danke. Euch zu treffen hat meine Motivation erneuert. Ich hätte das Projekt auf Eis gelegt, aber jetzt werde ich es definitiv abschließen. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, kann ich endlich alles an seinen rechten Platz rücken. Ach übrigens, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich habe nicht vor, euch zu zerstören. Oi, danke. Das wissen wir zu schätzen. Ich bin mir sicher, Sie können bei meinem Projekt helfen. Irgendwelche Hinweise, wie ich Mechanika fertigstellen kann? Ach, alles, was ich sagen kann, ist, dass du mit Logik auf deine Umgebung reagieren solltest. Ach, und sprich mit allen Leuten. Wenn dir nichts einfällt, benutze den Flachmann aus deinem Rucksack. Ich bin mir sicher, das wird dir helfen. Habt ihr noch andere Welten außer diese hier erschaffen? Ah, das ist die erste Welt, die wir zusammen gestaltet haben. Aber vor einer Weile habe ich mit ein paar Freunden Projekt C-Shard entwickelt. Die Welt war ganz anders als diese futuristische. Mariona hat auch mit uns kollaboriert. Okay, das ist dann wahrscheinlich wieder Werbung für ein anderes Projekt. Wusstet ihr, dass Projekt C-Shard mein Lieblingsspiel ist? Und ihr habt es entwickelt? Ihr müsst mir ein Poster signieren. Das war doch nichts, aber wenn es dich glücklich macht... Seht mal, ein Project C-Shard-Poster. Ah,
Würdet ihr sie mir bitte signieren, bitte? Los, signier es! Danke! Das Spiel ist super! Danke, Nika! Vielleicht können wir eines Tages so cool machen. Vielleicht können wir es eines Tages so cool machen, wie wir wollen. Wenn wir uns dazu entschließen, bist du die Erste, die davon erfährt. Versprochen. Super! Okay, ich mache mit meinem Projekt weiter. Aua. Mechanika wird sich nicht von allein bauen. Bis später. Viel Glück. Bis später! Das war super! Okay, Omas Haus, da steht ein Rollator davor. Ui! So, Öl, Uhr, ohne, nichts. Ein Kaminofen, Omas Handtasche. Die Tasche meiner Oma. Ich kann nichts Interessantes sehen, außer ein Buscoupon für Senioren. Den behalte ich. So. Omi. Hi, Oma. Oma! Ah, hallo, Schätzchen. Ich habe dich nicht gesehen, tut mir leid. Hast du mich nicht reinkommen gehört? Hast du etwas gesagt? Ah, übrigens, jetzt bist du hier. Als ich letztens den Dachboden sauber gemacht habe, habe ich etwas gefunden, das ich dir geben will. Bleib hier, ich suche es. Ich bin gleich wieder da. Oma ist halb taub und halb blind. Und nicht gerade agil. Also muss ich ihr helfen, aufzustehen. Damit sie die Sachen holen kann, die sie mir geben will. Vielleicht ist es etwas Nützliches für mein Projekt. Hoffentlich braucht sie nicht zu lange. Wir haben schließlich eine Mission zu erledigen. Ich frage mich, was sie gefunden hat. In der Zwischenzeit sehe ich mich mal im Haus um. Okay, ein Fernseher. Sie zieht sich einen Selbsthilfekanal für Videospielsüchtige an. Meine Oma schaut diesen Kanal schon eine Weile, um ihre Sucht loszuwerden. Obwohl ich dachte, das hätte sie schon geschafft. Ich weiß nicht, warum sie sich das noch weiter ansieht. So, den Fernseher kann ich nicht mitnehmen. In der Handtasche ist... Ich habe schon nachgesehen. Das einzige Interessante war ein Coupon für den Bus und den habe ich bereits. Gut, dann gehe ich mal ins Hinterzimmer. Eine Nähmaschine. Eine alte Nähmaschine. Sie ist hübsch, oder? Ich mag Sachen mit Zahnrädern und solchen Dingen. Okay, Nähmaschine, hübsch, ja. So, ich versuche mal mit dem Werkzeug vielleicht da irgendwas abzuknöpern. Vielleicht eher nicht. Gut, was haben wir hier? Nichts. Das wird dann wohl der Keller sein. Sie ist verschlossen. Gut, dann nehme ich mal die Tür. So, Omis Schlafzimmer. Ein Stuhl. Ein Schrank. Okay, kann nur eine Türhälfte aufmachen. So, was haben wir denn hier? Oma Rosemaries schwarzes Kleid. Da ist doch ein Gehstock und ein... Eigentlich gelesen? Okay, nehme ich einfach mit. Irgendwie ein Tuch oder sowas. Warte mal, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Das ist so heiß hier, ja? Okay, Schubladen. Die kriege ich nicht auf. So, ich gucke mal, was ich hier mitgenommen habe. Ah, ein Kopftuch. Kann ich mich dann etwa als Oma verkleiden? Eine schwarze Frau mit blondem Haar und Spuck. Sie muss wohl eine Hip-Hop-Künstlerin sein oder so. So, ein Bett, ein Kissen, eine Lampe und sonst kann ich hier nichts weiter machen. Okay. Mal gucken, ob Omi schon fertig ist mit allem.
Ja. Omi ist wieder da. Ist das die Tasche, die du mir geben wolltest? Wie immer kann sie mich nicht hören. Oma! Nika, wo warst du? Egal, es spielt keine Rolle. Ich habe hier, was ich dir geben wollte. Es ist meine Puppensammlung von damals, als ich ein kleines Mädchen war. Das sind besondere Puppen. Sammlerstücke. Sie sind aus einem besonderen Material, das hart und beständig ist. Nicht wie diese Plastikdinger, die man heute bekommt. Dein Papa hat Puppen nie gemocht, also habe ich sie für die nächste Generation aufgehoben. Und ich glaube, dass du bereit bist, auf sie aufzupassen. Aber ich mag Puppen auch nicht. Egal, ich habe es satt, sie aufzuheben. Wenn du eine Tochter hast, kannst du sie ja andrehen. Aber jetzt bist du dran, auf sie aufzupassen. Hier, nimm sie! Oma, diese Puppen sind echt schwer. Wie ich schon sagte, sie sind aus einem besonderen Material. Sie sind echt hart, besonders die Köpfe. Harte Köpfe? In diesem Fall könnten sie vielleicht nützlich sein. Danke, Oma. Kein Problem, Schätzchen. Pass auf sie auf. Oh, bevor ich es vergesse, dein Taschengeld. Kauf dir etwas Schönes. Oh, danke, Oma. Viel Geld. Juhu. So, Puppen. Cool. Diese Sammlung alter Puppen von meiner Oma. Ich brauchte doch irgendwo, warte mal. Projektile? Ah! Okay, wir müssen einen Weg finden, die Körper loszuwerden. Mit Werkzeug eventuell? Nee. So, wie kriegen wir denn, warte mal, vielleicht mit dieser Fleischwolfmaschine oder so? Okay, wir müssen immer noch versuchen, irgendwie den Code rauszukriegen. Okay, wir haben schon mal Projektile. Gut, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir Omas Rollator. Kann ich denn da was abschrauben? Ich weiß, das ist gemein, aber... Wir sollten etwas anderes... Sprit! Ich brauche Sprit! Warte mal. Ich habe auch noch keinen Behälter und noch keinen Schlauch. Gut, dann werde ich mal weiter gucken. Hier ist noch ein Fahrrad. Okay. Ich kenne niemanden, der in diesem Haus wohnt. Blablabla. So, ein Punk. Hey! Hey, wie läuft's? Ich mag deinen Hund. Was für ein cooler Hund. Wie heißt er? Jake. Als ich ihn vor ein paar Jahren auf der Straße gefunden habe, dachte ich, er sieht aus wie ein Jake. Und seitdem heißt er so. Was machst du auf der Straße? Naja, ich schnappe nur etwas frische Luft, indem ich rauche. Ich habe sonst keinen Ort, wo ich sein kann. Ich habe 3 Bachelor- und 4 Masterabschlüsse studiert. Für gar nichts. Überall, wo ich es versucht habe, wollten sie 4 Jahre Erfahrung. Vielleicht könnte mir jemand erklären, wie ich Erfahrung sammeln soll, wenn mir keiner eine Chance gibt. Ach, zum Teufel mit ihnen allen. Nieder mit dem System! Hast du Familie oder Freunde, die dir helfen könnten? Natürlich, aber wir sitzen alle im selben Boot. Wir wohnen im Moment in einem Haus. Wir werden sehen, wie lange das gut geht. Hast du schon mal versucht, etwas Eigenes aufzubauen? Keine Chance. Ich habe kein Geld, um ein Projekt zu starten. Und ich habe gerade gesehen, ich bin jetzt schon wieder weit über der Zeit. Okay, den Satz beende ich noch. Und die Bank gibt mir kein Geld ohne Absicherung. Und darauf habe ich keine Lust. Und die Regierung vergibt Fördermittel nur an die nächsten Arschkriecher, die sich hinten anstellen. Es ist eine harte Welt. Okay, halte noch ein paar Tage durch. Ich habe einen Plan, der alles verändern wird. Sobald ich fertig bin, versichere ich dir, dass du einen Job bekommst. Oder du zumindest etwas Eigenes aufbauen kannst, was auch immer du willst. Ha, du bist verrückt. Du hast mir kurz Angst eingejagt. Okay. Weißt du, wo ich Benzin oder Ähnliches finden kann? An der Tankstelle vielleicht? Keine Ahnung. Für wen hältst du mich? Einen Draufgänger mit einem Lager voller Molotow-Cocktails? Sei nicht wie alle anderen, ich bin Pazifist.
Ah, du könntest es an einer Tankstelle versuchen, aber hier gibt's keine in der Nähe. Vielleicht hat aber der Typ vom Schrottplatz etwas Benzin von den Schrottkarren. Du kannst mit dem Bus zum Schrottplatz fahren. Wie komme ich zum Schrottplatz? Es gibt eine Bushaltestelle neben dem Baumarkt. Okay, ich lasse dich mit meinem Kumpel, mit deinem Kumpel allein. Okay, yo, pass auf dich auf. Okay, passt auf euch auf, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, etwas länger diesmal. Und ja, bis in Folge 4. Ciao, ciao. Thank you.